8 Zeichen, an denen du merkst, dass er an dich verliebt ist. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und in diesem Video möchte ich dir 8 Zeichen mit an die Hand geben, anhand denen du merken kannst, dass der Mann, den du vielleicht gerade im Kopf hast, als du dieses Video angeklickt hast, sich in dich verliebt. Einer der ersten Faktoren, an dem du merken kannst, dass er mehr will als einfach nur Sex, also dass er sich in dich verliebt, ist die Tatsache, dass er eben nicht nur Sex mit dir will. Früher, als ich ganz viele verschiedene Frauen gedatet habe, habe ich immer versucht, die Dates so zu strukturieren, dass ganz klar das Date darauf hinausläuft, dass wir in der Kiste landen. Das heißt, wir haben uns immer an einem Ort getroffen, der in der Nähe meiner Wohnung war oder in der Nähe der Wohnung der Frau war. Oder direkt in meiner Wohnung oder in der Wohnung der Frau, um sicherzustellen, dass es auch zum Sex kommen wird. Wenn der Mann allerdings Sachen mit dir unternimmt, die nicht darauf ausgelegt sind oder nicht darauf abzielen, dass ihr unbedingt Sex miteinander habt, das heißt, ihr geht essen und verabschiedet euch dann wieder oder ihr geht sonst irgendwas unternehmen und verabschiedet euch dann wieder, dann ist es schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür, dass er auf einem guten Weg ist, sich in dich zu verlieben, denn sonst würde er diese anderen Sachen nicht mit dir machen. Der zweite Faktor, an dem du merken kannst, oder das zweite Anzeichen, an dem du merken kannst, dass er sich in dich verliebt, ist, dass er dir sagt und sich so verhält, als ob du etwas Besonderes bist. Also er sagt dir das und er verhält sich auch dementsprechend so. Was kann damit zum Beispiel gemeint sein? Als ich meine Partnerin kennengelernt habe, war das zu einem Zeitpunkt, an dem ich sehr viel gearbeitet habe. Und als ich sie dann kennengelernt habe, habe ich mir erstmal, weiß ich nicht, 1-2 Wochen habe ich fast gar nicht gearbeitet und jeden Tag einfach versucht, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Und das war relativ ungewöhnlich. Das war etwas Besonderes. Warum? Weil sie etwas Besonderes für mich war. Und das ist der entscheidende Faktor in dem Fall gewesen. Der dritte Faktor ist auch damals passiert, als ich meine Partnerin kennengelernt habe. Meine Freunde und die Leute in meinem Umfeld waren verwundert darüber, wie romantisch ich doch sein kann und wie seltsam ich mich verhalte. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich meine Partnerin kennengelernt habe, habe ich viele verschiedene Frauen immer gedatet. 3-4 verschiedene Frauen gedatet. Und plötzlich war da nur noch diese eine bestimmte Frau, diese eine spezielle Frau. Da habe ich sie überall hin mitgenommen, auf alle Geburtstage, auf alle Veranstaltungen, auf alle, irgendwie, wenn ich mit meinen Freunden weggegangen bin, ist sie immer plötzlich dabei gewesen. Und ich wollte auch, dass sie immer dabei war. Und das war sehr ungewöhnlich. Und meine Freunde haben das zu mir gesagt, aber sie haben es auch zu ihr gesagt. Das heißt, wenn seine Freunde sich seltsam verhalten oder wenn sie dir sagen, dass er sich seltsam verhält, wegen dir oder seitdem er dich kennengelernt hat, könnte das ein sehr gutes Zeichen sein. Der vierte Faktor ist, du bist ständig in seinem Kopf. Das heißt, er versucht ständig Kontakt zu dir zu halten. Er schreibt dir regelmäßig, mehrmals am Tag vielleicht. Er ruft dich an, er versucht so viel Zeit wie möglich mit dir zu verbringen, will irgendwelche Sachen mit dir unternehmen, fragt dich, hey, wann hast du Zeit? Okay, dann sagst du ihm vielleicht da an dem und dem Tag, an diesem Mittwoch hast du keine Zeit, dann fragt er sofort nach einem alternativen Termin, wann können wir das denn sonst machen und so weiter. Also du bist ständig in seinem Kopf und er will dich ständig in seinem Leben haben. Das ist der vierte Faktor. Der fünfte Faktor ist, er ist stark auf deine positiven Eigenschaften fokussiert und lässt deine negativen komplett außen vor. Studienergebnisse haben nachgewiesen im Bereich der Attraktivitätsforschung und im Bereich der Partnerschaftsforschung, dass es tatsächlich so etwas wie eine rosarote Brille gibt. Das heißt, es ist so, wenn wir uns frisch verlieben, dass sehr viele Hormone, Glückshormone, Dopamin, Oxytocin und so weiter im menschlichen Körper ausgeschüttet werden. Und das sorgt dafür, dass wir den anderen viel positiver wahrnehmen, als er tatsächlich ist. Und das ist notwendig, damit die Beziehung überhaupt erst entstehen kann. Das hat ganz viele evolutionäre Gründe, denn wenn ich zu dir kommen würde oder wir würden uns jetzt frisch kennenlernen und du wüsstest sofort alle meine Probleme und wüsstest, dass ich irgendwie da und da komisch bin, würdest alle meine Unzulänglichkeiten mitbekommen, dann würde die Beziehung gar nicht erst entstehen. Deswegen brauchen wir diese rosarote Brille, damit eine Beziehung überhaupt erst entstehen kann. Und wenn er allem Anschein nach nur deine positiven Eigenschaften sieht, aber deine negativen Eigenschaften einfach darüber hinweg sieht oder sie gar nicht so schlimm sind, dann ist es ein sehr gutes Anzeichen dafür. Als ich meine Partnerin kennengelernt habe, habe ich ihr sehr schnell kommuniziert, dass mir Pünktlichkeit sehr wichtig ist. Und jedes Mal, wenn sie ein paar Minuten zu spät gekommen ist, habe ich einfach darüber hinweggesehen. Heutzutage würde mich das natürlich ein bisschen mehr nerven. Wir sind jetzt auch schon eine Weile zusammen, aber sie ist auch pünktlicher geworden. Aber damals konnte ich einfach darüber hinwegsehen. Warum? Weil ich frisch verliebt war. Punkt 6.
Er macht dich zu seiner Priorität. Also vielleicht hat er eigentlich vorgehabt, mit seinen Freunden am Wochenende irgendwas zu unternehmen, aber du hast nur an diesem Samstag Zeit. Und dann sagt er, okay, dann unternehme ich was mit dir. Oder er hat eigentlich Karten für ein Sportevent zum Beispiel, aber er will dann lieber was mit dir unternehmen und verschenkt die Karten von dem Sportevent an seine Freunde oder sonst irgendwas. Also immer wenn er dich zu seiner Priorität macht und dich vorzieht gegenüber anderen oder gegenüber gewissen Aktivitäten, Verpflichtungen, dann ist es auch ein gutes Anzeichen dafür, dass er sich in dich verliebt. Das siebte Anzeichen ist, er will nicht, dass du noch andere Männer datest und er will selbst auch keine anderen Frauen mehr daten. Er will quasi so eine gewisse Exklusivität. Er muss nicht mal zwangsläufig sagen, dass ihr frisch, dass ihr jetzt fest zusammen sein sollt. Das kann er natürlich auch sagen. Das ist natürlich ein sehr gutes Indiz dafür. Aber wenn er schon so Anzeichen in diese Richtung macht, Anspielungen in diese Richtung macht, dass er nicht möchte, dass du andere Männer datest, dann ist das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und das achte Zeichen und das nicht unbedingt wichtigste, aber eines der wichtigsten Zeichen und eines der Zeichen, was viele Frauen krass unterschätzen, ist es, er sagt dir, dass er verliebt in dich ist. Ich weiß, manchmal ist es Männern, ist es schwer, wenn man schon negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, jemandem zu vertrauen, wenn er das sagt. Aber wenn er dir das sagt und sich dementsprechend so verhält, dann wird es wahrscheinlich so sein. Dann darfst du das ruhig glauben, dann darfst du das ruhig akzeptieren. Wir alle haben, viele von uns haben zumindest Probleme damit, so Emotionen zu lassen, Gefühle zu lassen, wirklich jemandem zu glauben, der sagt, hey, er ist in uns verliebt, er liebt uns und so weiter, wirklich jemandem dieses Vertrauen entgegenzubringen. Aber dieses Vertrauen ist notwendig, damit die Beziehung überhaupt dauerhaft aufrechterhalten bleiben kann oder aufrechterhalten werden kann. In diesem Sinne, also, wenn es für ihn nicht nur um Sex geht, wenn er dir zeigt, dass du was Besonderes bist, wenn seine Freunde über sein Verhalten verwundert sind, wenn du ständig in seinem Kopf bist, wenn er sich stark auf deine positiven Eigenschaften fokussiert, wenn er dich zu seiner Priorität macht, wenn er nicht will, dass ihr noch jemand anderen datet und oder wenn er dir sagt, dass er dich verliebt, das sind das alles sehr, sehr gute Anzeichen dafür, dass er auf dem besten Weg ist, sich in dich zu verlieben, beziehungsweise dass er bereits verliebt in dich ist. Ich würde mich freuen, wenn du das Video positiv bewertest, wenn du meinen Kanal abonnierst, dieses Video alle deinen Freundinnen schickst, die sich vielleicht nicht so ganz sicher sind, ob der Typ in sie verliebt ist oder nicht und wenn wir uns in einem der nächsten Videos sehen. Wenn du herausfinden willst, wie du einen Mann verliebt in dich machen kannst, dann habe ich etwas ganz Besonderes für dich und zwar habe ich mein Partnerschaftsquiz. Das Partnerschaftsquiz findest du unterhalb dieses Videos in dem Link in der Videobeschreibung und da wirst du mit einem Persönlichkeitstest, den ich entwickelt habe, herausfinden können, was dein persönlicher Beziehungsfehler Nummer 1 ist, also was dein Beziehungskiller Nummer 1 ist, weswegen deine Beziehungen in der Vergangenheit wahrscheinlich immer gescheitert sind und wahrscheinlich auch in der Zukunft scheitern werden, wenn du nicht lernst, was dein Beziehungskiller Nummer 1 ist. Wenn du das herausfinden willst, mach den kostenlosen Persönlichkeitstest, findest du in dem Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos, vorausgesetzt du hast meinen Kanal abonniert und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß beim Ausprobieren.